So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Heimweg-Simulator. Ja. Jutschen, das Ende können wir gleich sein lassen. Wir gehen zurück, weil wir in der letzten Folge ja gesehen haben, dass mit den Siedlungen. Achso, ich habe noch diesen Nick-Modus aktiviert. So. Funktioniert definitiv nicht. Die Siedlungen sind entweder gar nicht vorhanden im Spiel, weil irgendein Fehler, oder aber super selten. Also wie gesagt, wir haben zumindest ein bisschen anderen Stuff hier bekommen. Hat sich also irgendwie vielleicht sogar ein bisschen gelohnt, aber. Oh. Achso, der Stuff, den wir weggeworfen haben. Wow. Den habe ich jetzt wieder schön eingesammelt. Ganz ehrlich, also, du kannst weg, du kannst weg und du kannst weg und den Rest nehmen wir jetzt einfach mit. Ah, dann wollen wir mal schauen, wie sehr uns unsere Klötzchen hier helfen, nach Hause zu finden. Wir müssen auch gleich pennen gehen, weil es gerade schon wieder dunkel. Hey, komm, lauf. So, schlafen wir mal hier auf dem Busch. Hä? Wo ist der andere? Ach da. Von hier aus sieht es aus, als wenn dieser Stein da fliegen würde. Naja. Ich meine, gut, auf Blättern stehen ist sowieso ein bisschen. Ist ja der sowieso schon fast wie Fliegen. Ne? Aber weil halt alles grün war und sich der Stein so bewegt hat. Deswegen sah es schon so ein bisschen so aus. So, jetzt ist die magische Frage: Wie kommen wir hier rüber? Weißt du was? Wir gehen einfach rüber wie Profis. Weil alle genau wissen, dass ich einer bin. Die aufnehmen? Ja. Oh. Geil. Den Guardium Leviosa. Cool, läuft doch. Yay. So ist der andere da. Was? Ich krieg XP. Tja, was bringen uns eigentlich diese Levels? Ach so, die bringen ja irgendwas beim Enchanten, ne? Da kann man ja irgendwie irgendwelche größeren Effekte oder sowas bekommen. Oder kenne ich mit diesem Enchanten-System sowieso noch überhaupt nicht aus. Also ich weiß, dass man da bestimmte Waffen oder Rüstungen halt enchanten kann. Und man dadurch dann diese Effekte bekommt wie die hier mit diesen Protection und Haltbarkeit und allem drum und dran. Aber was man da jetzt machen muss, für welches Level und welche Materialien man da alles braucht, da habe ich absolut keinen Plan von. Ich weiß nur, dass man für dieses Zeug, dieses blaue Zeug braucht, hier dieses, wie heißt denn das? Haben wir sowas? Nee. Also, sieht halt so ähnlich aus wie Redstone, ist aber halt blau. Und das braucht man wohl irgendwie dafür. Oder war das Gold?
Oder beides? Ich habe keine Ahnung. Genau, Lapis Lazuli, Lithium-Ion? Genau, man braucht Lithium-Ion-Akkus. So war das. Lapis Lazuli heißt es, glaube ich, ne? Auf jeden Fall braucht man diesen Stuff und glaube, entweder braucht man auch noch zusätzlich Gold oder man braucht vielleicht auch sogar nur Gold und Lapis Lazuli braucht man dafür gar nicht. Aber irgendwie eins von den beiden oder beides braucht man irgendwie dafür denn zum Enchanten. Und ja, je nachdem, wie viel man davon hat, also von diesem Lapis Lazuli, und je nachdem, welches Level man hat, sind denn die Enchantment-Effekte stärker oder auch nicht oder irgendwie so? Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, habe ich selber noch nie produktiv benutzt, das System. So. Und Spitzhacke ist fast kaputt. Ich freue mich schon auf die Kommentare. Ronny, du bist an drei Siedlungen vorbeigelaufen. So wird's kommen. Und ich werde mir diese Kommentare durchlesen, dann an die Stelle im Video springen, dann selber sehen, wie ich dran vorbeigelaufen bin und einfach innerlich sterben. So komplett abstumpfen. So wird's kommen. Genau so wird's kommen. So viel Wasser hier. Ich wusste gar nicht, dass wir am Strand so viel Wasser haben. Dann müsste ja bald der nächste Feier hier kommen, ne? Ah, genau, da vorne ist schon wieder der Sandstrand und in der Nähe war es irgendwie. Nee, ist ein Baum. Ups. Ach, da, genau. Da ist er. Yay. Ist der da vorne? Ja, ne? Doch. Müsste der sein. Ja, doch. Ja. Ein Glück spiele ich das Spiel in 4K. Das macht solche Sachen wesentlich leichter zu erkennen. Bei Full HD wäre der gesamte Steinbruch noch so ein Pixel gewesen. So, der nächste ist da. Ah, ich glaube, diesen Weg hätten wir ohne diesen Stein nie wiedergefunden. Keine Chance. Vor allem, weil wir ja über drei Folgen oder mittlerweile vier Folgen gelaufen sind. Von daher. So, hier ist die Frage, wo ist der nächste? War das hier nicht bei diesem Flachgebiet? Ach doch, da ist er doch. Genau, doch. Da ist er ja. Da. Im Blumenbeet.
Schön eingebettet. Dachte gerade, hier fließt Lava runter, aber es war bloß dieser Kürbis. Denn schon der nächste, da. Da, wo ich gerade hinziele. Da, da, da. Sehr geil. Also das mit den Steinwege-Dingern setzen, da hat der funktioniert echt gut, ne? Hätte echt gedacht, wenn man die so schlecht erkennen kann, dass das eine absolute Katastrophe wird. Und wir uns komplett verlaufen, trotz den Dingern. Aber funktioniert. Oh. Das war das. Ja, Ronny, wow. Gut platziert. Ach so, warum eigentlich? Ah, egal, Kacke. Wir hätten ja nur unsere Guthake dabei. Na, egal. Aber wieder eine Steinspitzhacke. So, da hinten. Uns geht der Hunger auf. Ah, ne, eben, Hunger bekommen wir mehr. Uns geht die Sättigung aus. Was muss mal, Kleiner? Danke. Immer her damit. Kann man nie genug haben. Vor allem, weil ich gar nicht mehr weiß, wie lang der Weg überhaupt noch ist. Wir sind schon 12 Minuten am Laufen. Hoi, ah, die nächste kenne ich auch schon. Sehr schön. So muss das sein. Das läuft ja hier wie beim TomTom Navigationsgerät. Ist aber schon teilweise hier echt schöne Gegenden, ne? Kann man schon echt so sagen. Ja, da komme ich schon wieder nicht drauf, ne? Naja, muss ich dir einen Sandblock da klauen. Was soll's? Muss ich zwei klauen? Mir war so, als wenn er da hinten irgendwo war. Nur warum baut er die Welt nicht auf? Ah. Weil ich letztens bei 210 war, nicht bei 200. Sichtweite. Ah, super. Wie das klingt, Alter. Ich meine, wo klingt es so, wenn man auf Eis läuft? Hat man irgendwelche Hackenschuhe an oder irgendwelche Metallsohlen oder irgendwie was? Als ob das so klicken würde. Ach so, siehst du? Ob er das simuliert? Nee, klingt immer noch so. Aber eben, das ist ja Metall. Aber eben, das klingt ja auch so immer so. So, mal gucken, wo. Da hinten ist er. Da.
Zum Glück weiß man schon immer so ungefähr, in welche Richtung man gucken muss. Von daher ist das Suchfeld immer ein bisschen eingeschränkt, weil man ja meistens so immer in ungefähr die gleiche Richtung läuft, ne? Logischerweise. So viele Haken haben wir nicht geschlagen. Aber trotzdem, schon cool. So, kommen wir hier wieder rauf? Ja, wir kommen darauf. Oder? Ne, kommen wir nicht rauf. Doch kommen wir. Hier rüber. So, jetzt so, und dann so, und dann kommt man hier rauf und dann kommt man so nach da. Perfekt. Das nennt man Pathfinding hier. Meine Damen und Herren. Der Kletterprofi von Notre Dame. Doink. Alter, wie lang dieser Weg auch ist, ne? Hätte ich gar nicht gedacht. Eigentlich können wir doch hier auch ein paar bisschen Schnee mitnehmen, ne? Können wir ein bisschen Schneestall. Habe ich halt auch ein bisschen Bock drauf. Oh. Das war ein schnelles Vergnügen. Was? Oh, dass hier diese Shift-Klick nicht funktioniert. Das ist so traurig. Kann man die gleich hier jetzt draufpacken? Ja, okay, die kann man mehr. Wow. Da ist auch schon wieder so Logik, die begeistert. Wie ist es eigentlich? Kann man daraus jetzt wieder Schneeblöcke bauen? Jetzt sagt mir nicht, dass man daraus keine Schneedinger mehr bauen kann. Okay. Doch, kann man. Okay. Sehr schön. Draußen wird mein Inventar gerade ganz schön klein. Wir müssen sowieso mal hier die Nacht übernachten. Da braucht man irgendwo mal testweise so eine kleine Truhe auf, wo ich das mal mein Inventar auskacke. Damit wir schön viel Schnee mit einmal immer nehmen können. So ungefähr. Du kommst da rein. Und dann. Ja, YOLO. Ach, man kommt immer zwei Schneebälle draus. Wann ist das denn so? Vor allem macht es halt überhaupt keinen Sinn. Bleib mir vom Leibe! Böser Hund. Böser Hund. Okay, man braucht tatsächlich mehr Schneebälle, als ich gedacht hätte. Aber es ist halt so funny. Ist das geil. Schön. Da werden wir noch viel Spaß mit haben. Die Frage ist, wie viele nehmen wir jetzt mit, ne? Ich schalte gerade mein gesamtes Inventar mit diesen kleinen Bällen zu.
Okay, hier wird es ein bisschen zu eng. Ich mache mal hier oben weiter. Sieht hier besser aus. Oh, guck mal, hier kann ich richtig große Bahn ziehen. Okay, wir sind voll. Wie geil. Mann, leider funktioniert dieses Shift-Klicken nicht. Warte mal kurz, ich muss mal ganz kurz gucken hier, wenn ich... Kann ich das so vielleicht schneller machen? Wenn ich jetzt hier sage... Nee, ich muss die wirklich immer so machen. Egal, geht so trotzdem schneller. So. Ja, also so ein paar Stacks Schneeblöcke können wir schon mitnehmen. Daraus können wir ganz viel Schnee machen. Aber haben wir zu Hause einfach so eine ganze Kiste nur mit so diesen Schneebällen drinne. Das wird ein Spaß. Aber ich glaube, oh, achso, kann man ja, ich schon wieder. Aber ich glaube mal viel mehr können wir auch gar nicht mehr mitnehmen. Ein Stack haben wir ja schon, ne? Ach nee, sind bloß 26. Oh cool, da können wir doch noch ein paar mitnehmen. Da können wir noch viel, viel mehr mitnehmen. Ich weiß zwar nicht, was das für viel Sinn macht, aber hey. Und dann werden wir hier schon mal so eine schöne Schneegegend haben, wo wir eh nie wieder hinkommen. Wo es also auch nicht aufhört, wenn der Schnee dann fehlt. Oh, liebe Kinder, ich sehe die ersten Spuren des Klimawandels. Ich glaube, das reicht langsam. Sonst kannst du das ja hier keinem mehr als sinnvoll verkaufen. Ja. So, mal gucken, wie viel wir noch brauchen. Wir brauchen... Ah, okay, doch ein paar brauchen wir noch. Da können wir nämlich aus dem 26er-Stack noch einen größeren Stack machen. Oder? Reicht noch nicht. So, wir brauchen noch... Ein paar brauchen wir noch. So, das sollte jetzt auf jeden Fall reichen. Ja, war sogar schon zu viel. Okay, geil. So, das lassen wir erstmal da so. Den Rest. Alter, wie viel die aushält? Was ist denn los mit dem? Fress meine Steine! Mal kurz. Achso. Jetzt habe ich den gesamten Stack mit einmal weggeworfen. Das war natürlich sehr intelligent. Ah ja, gut. Lass mal den Hund mal Hund sein. Und da greifen fluchtartig die Flucht. Doink. So, ich sollte das jetzt nicht mehr verfolgen, genau. Und wir. Ja. Packen mal unseren Koffer. Ja, komm, erstmal hier. Da. Keine Ahnung. Let's go.
Ah, ein paar Slots hat er noch frei. Also brauchen wir noch das hier und das. Na gut, ich meine, brauchen du was eigentlich nicht. Wow, jetzt sind wir genau ausgelastet. Ja, Hashtag läuft doch. Okay, weiter im Text. Nach Hause. Wir haben jetzt 4 Schneeslots. Ich will gar nicht wissen, wie viele Schneebälle das sind. Obwohl, kann man ausrechnen. Ich meine, wir haben 64 pro Slot. Das mal 4 sind 256. Und das mal 4 Schneeblöcke sind genau 1024 Schneebälle. Das ist schon eine Hausnummer. Oh. Okay, unser Steinslot ist auch voll. Ich baue sie aber mal trotzdem immer ab, damit wir uns da später nicht durch die Dinger verlaufen. Weil wir dann denken, wir müssen irgendwo hin, wo das ein Ding ist, obwohl wir da nicht hin mussten. Wieder so eine Spinne. Vor allem, warum auf einmal so Laufgeräusche, also kein Wassergeräusch mehr kommen. Naja. Gut, ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Ja, und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Mit dem Weitermachen. Oder so ähnlich. Bis dann.